Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man bei Folienballons Luft ablassen und somit auch diese Heliumballons richtig entleeren und anschließend wiederverwenden kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Meinen Folienballon habe ich in einem extra Video schon mal mit Luft bzw. Helium befüllt und das ist aber für diese Anleitung vollkommen egal, denn nun müssen wir diesen erstmal entleeren, dass wir ihn zum Beispiel für den nächsten Geburtstag wiederverwenden können. Hierfür benötigen wir einen einfachen Strohhalm, dieser sollte aber wirklich so lange wie möglich sein. Bedeutet, der beim Aufpusten für den Folienballon mit dabei war, den sollten wir mal auf die Seite legen und dann nehmen wir uns auch schon einen anderen zur Hand. Und den müssen wir jetzt einmal hier unten durch unsere Öffnung, wo wir natürlich den Folienballon auch aufgepustet haben, hindurchgeben. Wenn es etwas schwerer gehen sollte, dann einfach mal mit ein paar leichten Drehbewegungen weiter reingehen und jetzt müssen wir nämlich den entsprechenden Punkt finden, wo der Strohhalm durch das selbstschließende Ventil hindurch geht. Deswegen einfach mal noch etwas weiter ausprobieren und ich denke, man konnte jetzt schon relativ gut hören bzw. auch sehen, dass der Punkt erreicht ist. Der Strohhalm ist wirklich relativ weit drinnen und nun kann ich nämlich auch ganz einfach mit der anderen Hand zum Beispiel meinen Folienballon noch etwas weiter auspusten. Wenn am Ende fast keine Luft mehr drinnen ist, dann sollte man mal schauen, dass wir mit einer Hand den Luftballon festhalten und mit der anderen können wir jetzt vorsichtig den Strohhalm wieder aus diesem Luftballon herausbringen. Und somit haben wir jetzt nämlich auch schon einen Folienballon entleert und können den zum Beispiel für die nächste Geburtstagsfeier ganz einfach wieder mit Luft bzw. auch mit Helium, wie in einem anderen Video gezeigt, wieder befüllen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens verschiedenste Folienballons oder natürlich auch eine Helium-Gasflasche zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zum Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.